Morgen, ihr Lieben. Es ist Mittwoch. Mittwoch, genau, Mittwoch, 10 vor 8. Ich warte jetzt gerade auf eine Freundin, die meine Haushaltshilfe ist. Die kommt jetzt gleich, weil ich fahre jetzt gleich nach Herdecke und habe meine Geburtsanmeldung, Geburtsplanungsgespräch, wie auch immer, für den Fall der Fälle, falls es doch zu keiner Hausgeburt kommt, und ich im Krankenhaus entbinde. Genau, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, hier gerade zu vloggen. Ich wollte den Vlog einfach nur damit beginnen. Ich werde euch nachher auch von dem Gespräch erzählen. Ich muss jetzt aber erstmal mich anziehen, was frühstücken und was kopieren. Ich habe nämlich in meinem Hypnobirthing-Kurs coolerweise, wie ich zufällig gesehen habe, so eine Geburtswunschlistenliste, wo man einfach nur ankreuzen muss. Das fand ich echt mega, mega cool. Man kann natürlich noch einiges an Sachen ergänzen oder halt weglassen, wie auch immer. Das mache ich jetzt gleich, dann nehme ich das damit hin. Und genau, es ist heiß. Es ist jetzt schon ziemlich warm. Ich habe jetzt gerade schon einen dritten Ventilator bestellt. Aber es liegt nicht an meiner Wohnung, es ist einfach grundsätzlich warm. Es sind jetzt schon um kurz vor 18 schon 26 Grad. Julie schläft noch, ich hoffe, die schläft auch noch lecker. Die ist nämlich erst um 12 eingeschlafen, weil es warm war und sie gestern auch so lange geschlafen hat. Genau, ja, das wollte ich euch nur erzählen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist immer noch derselbe Tag. Aber deutlich später, und zwar haben wir es 5 vor 10 und es ist immer noch hell. Der Tag war einfach sehr anstrengend, sehr lang. Ich werde euch später im Video auch erzählen, wie mein Termin gelaufen ist. Erwartet nicht zu viel. Der Termin war 6,5 Minuten lang. Und ja, Julie ist jetzt seit einer Stunde im Bett. Ich habe mir gerade ein komplettes Paket Eis gegönnt. Und sitze jetzt gerade mal ein Momentchen auf der Couch und fange jetzt gleich an zu arbeiten, weil es sich jetzt ordentlich abgekühlt hat, weil es nämlich geregnet hat. Vorhin, als es sich dann so abgekühlt hatte, war ich sehr aktiv in meiner Insta-Story, weil ich dachte, ich habe heute schon den ganzen Tag nicht gevloggt und habe da auch so eine kleine Fragenrunde mit euch gemacht und habe ein Haul in den Stories gemacht. Und da kamen wieder ein, zwei Fragen zu meinem Aberarmband. Und da ich euch ja sowieso gesagt hatte, dass ich in den nächsten folgenden Vlogs, also diesem hier, nochmal auf das Aberarmband und eure Fragen dazu eingehen werde, dachte ich, mache ich das jetzt direkt mal hier am Anfang. Ihr konntet mir, glaube ich, vor einer Woche konntet ihr mir Fragen auf Instagram stellen. Die habe ich mir alle gescreenshottet und habe mir dann da einige rausgesucht. Die werde ich jetzt gleich beantworten. Aber weil vorhin in dieser Fragenoption, wo ihr mir Fragen stellen konntet, dann nochmal eine Frage bezüglich Ava kam und die Frage lautete, kannst du Ava gerade überhaupt noch benutzen und macht das überhaupt noch Sinn, weil du bist ja schon schwanger, du bist ja bald schon gar nicht mehr schwanger. Das ist ein super Stichwort, weil ich wollte euch heute mal den Schwangerschaftsmodus von Ava vorstellen. Da habe ich nämlich noch gar nicht drüber gesprochen und der ist nicht zu unterschlagen, finde ich. Wie ihr hier gerade mal meine Aussicht sehen könnt und mein tolles Hintergrundbild. Seht ihr schon, dass mein Ava-Armband für heute Nacht schon wieder am Laden ist. In der Hoffnung, dass ich heute mal mehr als 2 Stunden oder so schlafe. So, und hier könnt ihr mal gucken. Ich bin 37 plus 3, sagt Ava. Also ich bin jetzt in ein paar Tagen, hoppala, in der 38. Woche. Meine Güte. Und hier könnt ihr sehen, wie ich gerade schon, upsala, wie ich gerade schon angemerkt habe, hier könnt ihr meinen Schlaf sehen. Ich gehe mal auf die letzte Nacht. 2 Stunden 19, die davor, komm, 2 Stunden 56, die davor, halt, das ist die falsche. Oh, meine Finger sind so dick. Ich komme da nicht zwischen. 3 Stunden 19 und dann davor habe ich richtig krass geschlafen, 7 Stunden 5. Also ihr seht schon, mein Schlaf ist im Moment nicht so der Beste. Aber um meinen Schlaf soll es ja heute mal ausnahmsweise nicht gehen. Da kriegt ihr ja immer eigentlich ein Update zu. Wenn ich meinen Vlog starte, dass ich euch irgendwie sage, wie ich geschlafen habe,
Aber genau, es geht jetzt diesmal um den Schwangerschaftsmodus und zum Beispiel habt ihr in dieser App auch wöchentliche Baby-Updates. Und das ist richtig, richtig interessant. Ich weiß nicht, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, sobald ihr schwanger seid, ob ihr dann auch direkt so ein App-Fanatiker seid und sofort immer jedes bisschen, was sich beim Fötus am Anfang, dann beim Baby halt immer so verändert, sei es Gewicht und was sich da gerade entwickelt, immer sofort nachlesen müsst. Ich werde da total wahnsinnig, wenn ich keine Infos bekomme. Ich bin jedes Mal wirklich am Lesen wie irre. Und das ist halt total gut, wenn man das auf dem Handy hat. Hier könnt ihr mal gucken, so sieht es jetzt gerade aus. Ich bin ja in der 38. Woche. Quatsch, in den nächsten Tagen komme ich ja schon in die 39. Ich bin ja in der 38. Woche. Ich erzähle einen Quatsch hier manchmal. Hier könnt ihr halt sehen, hier könnt ihr halt immer so ein schönes Bild sehen, wie das Baby am Wachsen ist. Und hier sind dann so Infos. Ja, dein Baby ist gerade mal voll entwickelt und am Ende dieser Woche wird es auch als solches anerkannt. Meine Kliniktasche sollte gepackt sein. Haha, meine ist noch nicht gepackt. Das mache ich dann jetzt mal am Wochenende. Mein Baby ist gerade die Größe von einem Lachs und wiegt ungefähr 3085 Gramm. Er wurde beim letzten Mal auf 3000 Gramm geschätzt. Dann könnt ihr hier jede Woche super spannende Infos nachlesen und auch verschiedene Kategorien auswählen. Hier zum Beispiel mein Baby über meinen Körper. Dein Geist, das finde ich auch immer sehr spannend. Hier wird zum Beispiel auch der Nestbautrieb angesprochen. In den letzten Wochen deiner Schwangerschaft kann der Putzwahn vermehrt eintreten. Ja, bei mir ist es nicht so gerade der Putzwahn, vielleicht kommt das noch. Bei mir ist es eher so der Umdekorierungs-Umräumwahn. Kontrollen, ja natürlich die Arztkontrollen. Und was du tun solltest, das ist auch immer sehr interessant. Da sind immer gute Tipps drin. Hier habt ihr ja die allgemeine App-Ansicht und hier zum Beispiel auf diesem Plus. Das ist halt so die Kategorie, wo ihr selber Sachen eintragen könnt. Oh mein Gott, jetzt seht ihr mein Gewicht. Zum Beispiel hier könnt ihr dann zum Wochenwechsel oder wann immer ihr das möchtet, sage ich jetzt mal, euer Gewicht aktualisieren. Das ist jetzt mein aktuelles Gewicht. Ich muss sagen, da mir das mit dem Gewicht gar nicht so wirklich wichtig ist, habe ich jetzt nicht wöchentlich mein Gewicht, sage ich jetzt mal, aktualisiert. Aber manche interessiert das halt brennend, wie denn deren Gewichtszunahme genauso ist in jeder Woche, dass man am Ende halt dann auch ganz genau weiß, wie viel man in der Schwangerschaft insgesamt zugenommen hat. Und wie ihr seht, kann man hier auch noch ganz viele andere Sachen, sage ich jetzt mal, eintragen. Zum Beispiel auch die Stimmung. Das finde ich total witzig, dass ich hier zum Beispiel wütend war an dem Tag, also heute der 19. Heute war ich nicht wütend. Was war ich denn heute? Aktiv. Ich war heute sehr aktiv, aber auch erschöpft. Da kann man einiges eintragen und dann kann man sich hinterher wirklich da so eine Art Statistik angucken. Das ist ganz interessant. Den Verkehr kann man auch eintragen. Das habe ich hier natürlich nicht gemacht, weil ihr das nicht sehen braucht. Aber was ich auch zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde, ist hier die Flüssigkeitszunahme. Das finde ich super interessant und ich habe das mal für heute jetzt mal extra hier für euch gemacht. Und zwar habe ich heute 9 Tassen insgesamt getrunken. 9 Tassen Tee, keinen heißen Tee, aber ich habe mir selber so Zitronen-Eistee gemacht. Und dann könnt ihr sehen, wie viel ihr getrunken habt. Ich habe 2250 Milliliter getrunken. Und das ist ganz besonders wichtig für die, die keine guten Trinker sind, wie mich zum Beispiel. Da ist das auf jeden Fall gut nachzuhalten. Guck mal, da könnt ihr hier so diese Karaffe füllen und bis zu ganz, ganz vielen Tassen hochgehen. Okay, 5000 habe ich jetzt nicht getrunken. Es war weniger. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes getrunken, aber ich bin jetzt nur nach dem Eistee gegangen, weil ich da ganz genau wusste, dass es 9 Tassen war. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Cola heute getrunken. Aber wie ihr seht, könnt ihr hier mehrere Parameter, sage ich jetzt mal, permanent mit Infos füllen und da auch wirklich in allen Sachen den Überblick überhalten, wenn ihr das denn möchtet. Die Betonung liegt halt wirklich darauf, auf, wenn ihr das möchtet. Ne? Nur weil diese App, weil die AVA-App das quasi anbietet, dass ihr das machen könnt, heißt das nicht, dass ihr jedes dieser Parameter ganz stiefmütterlich jeden Tag irgendwie bis ins Detail nachhalten müsst. Das ist einfach nur für die, die das halt gerne nachhalten möchten. Aber ihr sollt euch auf keinen Fall mit irgendwelchen Parametern verrückt machen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel das mit dem Gewicht. Wenn euch das irgendwie nervös macht, dass ihr irgendwie wöchentlich da irgendwie meint, euer Gewicht einzutragen, dann lasst ihr das bleiben. Das ist natürlich kein Muss. Ihr könnt diese Parameter auch ausblenden.
Hauptsache, ihr seid einfach entspannt bei der Sache und habt euren Spaß und könnt eure Infos da, sage ich jetzt mal, so nachhalten, wie es euch interessiert und wie es vielleicht von eurem Arzt empfohlen wurde. Aber ich dachte, es ist auf jeden Fall auch wichtig zu sagen, dass wenn ihr da in manchen Sachen vielleicht ein bisschen empfindlicher seid, könnt ihr die Parameter auch ausschalten. Die sind zwar immer noch da, die können auch noch gemessen werden, aber ihr seht sie dann quasi in dieser Auswahl nicht mehr, wenn ihr euch damit besser fühlt. Das ist gar kein Problem. Ich würde jetzt direkt mal auf die Fragen eingehen. Es waren gar nicht so super viele, es ist aber auch gar nicht notwendig, weil so viele von euch, ihr habt euch mit den Fragen quasi wiederholt, deswegen habe ich mir jetzt mal so die spannendsten rausgepickt und werde jetzt die mal so nach und nach beantworten. Ich gucke hier jetzt gerade mal so auf meine Screenshots und da sind zwei Fragen, die relativ häufig gestellt wurden, deswegen packe ich die jetzt einfach mal zusammen. Ist das Aberarmband auch bei einem extrem schwankenden und unterschiedlichen Zyklen zu empfehlen? Wie wende ich es dann an? Und macht aber Sinn oder und macht das Aberarmband Sinn, wenn man einen sehr langen Zyklus hat, in Klammern 60 Tage? Also das ist wohl die Zykluslänge der Fragenstellerin. Das fand ich super interessant, weil das haben wirklich ganz viele gefragt, weil es natürlich auch super viele Frauen gibt, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben oder halt wirklich einen super langen Zyklus. Dabei kann man sagen, dass AVA nur für die Frauen geeignet ist, die einen Zyklus von 24 bis ungefähr 35 Tagen haben. Demnach, bei extrem langen Zyklen, wie jetzt, sage ich jetzt mal, bei diesen 60 Tagen bei der Fragenstellerin oder das, was über die 35 Tage hinaus sind, genauso wie bei extrem schwankenden Zyklen oder sehr unterschiedlichen und unregelmäßigen Zyklen, ist AVA ebenfalls nicht geeignet. Dann kam die Frage, ab welchem Alter einer Frau ist das AVA-Armband zu empfehlen? Kann man auch zu alt sein? Ja, das ist eigentlich auch ganz einfach zu beantworten. Das AVA-Armband ist für jedes Alter geeignet, wo ein Zyklus vorhanden ist. Sprich, man sollte in dem Alter sein, wo man schon eine Periode hat. Ansonsten ist man halt wirklich zu jung, weil man ohne Periode halt noch keinen Zyklus hat. Ebenso andersrum, wenn man keinen Zyklus mehr hat und man in der Menopause ist, dann ist AVA auch nicht mehr geeignet. Und dazwischen ist AVA nutzbar. Dann die wohl wirklich am allerhäufigsten gestellte Frage, die ich lese, die ich von euch auch ganz oft privat gestellt bekomme, ist, ob AVA zur Verhütung geeignet ist. Und da kann man ganz klar sagen, nein, ist AVA nicht. Da wird oft auch unter meinen Postings, die ich zum AVA-Armband mache, spekuliert und diskutiert, weil das für viele halt irgendwie den Anschein erregt, so wie der Zyklus-Tracker zu benutzen ist, dass es wohl auch zur Verhütung geeignet ist oder dass man das so ummodeln kann. Nein, auf gar keinen Fall, Leute. Bitte glaubt mir, glaubt der Firma, wenn die sagen, es ist nicht zur Verhütung geeignet. Und das soll gerade den jungen Frauen klar sein. Die Frage fand ich auch noch sehr interessant. Macht die Nutzung vom AVA-Armband trotzdem Sinn, wenn man es nicht konsequent und regelmäßig trägt? Dazu habe ich mal das AVA-Team befragt. Da konnte ich zwar eine Antwort zu geben, aber ich war mir nicht sicher, ob die adäquat genug ist, um das quasi so wiederzugeben, wie es wirklich ist. Deswegen lese ich euch die Antwort einmal kurz vor. AVA kommt mit bis zu 3 fehlenden Nächten pro Zyklus klar. Diese Nächte sollten idealerweise nicht am Stück fehlen, nicht in der fruchtbaren Phase und nicht in der Luteaphase, also der zweiten Zyklushälfte, sein. Wer AVA unregelmäßig trägt, für den sind die Fruchtbarkeitsprognosen möglicherweise nicht akkurat. Ja, das waren jetzt so die Fragen, die sich ganz häufig wirklich wiederholt haben. Deswegen dachte ich, nehme ich die jetzt einfach mal mit ins Video und beantworte die, weil da halt wirklich die größte Nachfrage nach den Antworten ist. Und ja. Und ich dachte, es ist halt auch wirklich mal interessant für euch zu wissen, dass das AVA-Armband wirklich nicht nur ein Zyklus-Tracker ist und irgendwie nur zu nutzen ist, wenn man irgendwie einen Kinderwunsch hat, sondern auch wirklich täglich, wenn man schwanger ist. Und ich trage es auch fast täglich. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es nicht schon mal vergessen oder ich habe es vergessen aufzuladen oder so. Und jetzt ist es ja auch gerade wieder am Laden. Und wie gesagt, ich habe euch ja schon öfter gesagt, was so meine Lieblingsparameter sind, die ich mir morgens direkt angucke, wie zum Beispiel, wie lange ich geschlafen habe und wie es mit dem Stresslevel ist. Aber natürlich auch die Baby-Updates sind super interessant, vor allem ich finde, dass in der AVA-App deutlich mehr Infos zu finden sind, als jetzt in irgendwelchen anderen Baby-Apps, die man sich
querbeet, sage ich jetzt mal, runterladen kann. Ich finde es halt super interessant, weil man trägt das Armband ja einfach auch an sich dran. Und ich finde es halt auch wahnsinnig interessant, irgendwie immer zu lesen, wie schwer das Baby ist, wie groß das gerade ist, was das gerade so kann. Und halt auch diese Tipps, die halt so an die Frau gehen. Also viele andere Apps, sage ich jetzt mal, die konzentrieren sich ja meistens wirklich nur auf die Infos des Babys und nicht auf die Infos der Frau oder sage ich jetzt mal des Geistes oder sowas, was ich euch vorhin alles gezeigt habe. Ich finde das jedenfalls mega interessant und ich muss sagen, dass ich meistens darin rumlese, wenn ich nachts mal wieder nicht schlafen kann. Und anhand, ja, der App habt ihr ja gesehen, wie wenig ich schlafe. Das heißt, ich bin da immer auf jeden Fall up to date. Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass die, die mir die Fragen gestellt haben, wo auch im Nachgang die Frage kam, ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir das AVA-Armband irgendwie jetzt kaufen soll oder nicht, weil ich nicht weiß, ob es für mich geeignet ist. Dementsprechend hoffe ich, dass ich euch jetzt mit den Antworten auf eure Fragen helfen konnte. Und dementsprechend möchte ich euch natürlich auch meinen Rabattcode nochmal mitteilen. Falls da jetzt jemand dabei ist und sagt, ich werde mir das AVA-Armband jetzt bestellen, mit meinem Code ANY20 bekommt ihr nämlich 20 Euro oder 20 Schweizer Franken Rabatt bei eurer Bestellung. Und das werde ich euch alles nochmal hier verlinken und auch unten in der Infobox nochmal verlinken, genauso wie die Webseite von AVA, wo ihr euch dann nochmal zusätzlich belesen könnt, falls ihr euch mit irgendwas nicht wirklich sicher seid. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben oder dem AVA Support. Super nette Leute. Ich gehe jetzt gerade mal in die Küche. Was ich dazu auch noch angemerkt haben wollte, es ist hier wieder dunkel, Verzeihung, dass wenn ich zu solchen Fragerunden, sag ich jetzt mal, aufrufe, die Produkte einschließen, die ich gerade irgendwie teste und mit den Firmen, mit denen ich arbeite, wird dann auch gefragt, ob das wirklich meine ehrliche Meinung ist. Ja, ist es. Dann wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich nur mit echt wenigen Firmen kooperiere. Ich sage jetzt mal im Vergleich zu anderen Influencern und YouTubern, sind wirklich ganz, ganz wenige Firmen und die Firmen seht ihr immer wieder bei mir. Das heißt, das sind meine festen Kooperationspartner und die Produkte, die ich da getestet habe oder die ich dann langfristig teste oder halt auch privat benutze, das sind wirklich Sachen, von denen ich wirklich überzeugt bin und deswegen stelle ich euch die auch guten Gewissens immer wieder vor oder ihr könnt mir immer wieder Fragen dazu stellen. Deswegen, wenn ich euch hier was vorstelle, dann könnt ihr wirklich davon ausgehen, dass ich das Produkt wirklich selber auch gut finde, weil sonst würde ich es nicht machen. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen und es hat sich jetzt so wunderschön abgekühlt, Leute, wirklich. Ich habe überall Fenster auf, das ist so angenehm. Und dann werde ich abends halt auch aktiv, obwohl ich so wenig geschlafen habe. Und ich fange dann erst abends an, also ich meine, wir haben es ja jetzt schon nach 10. Ich fange dann erst an, Spülmaschine ein- und auszuräumen, hier aufzuräumen. Julies Kinderzimmer muss ich noch aufräumen. Was noch? Ich muss Müll runterbringen. Ich werde gleich noch zwei Videos drehen. Einmal ein Action Haul und da war noch was. Was war denn das zweite Video? Der Vlog hier. Ich bin auch verpeilt, ne Leute. Und Leute, ich habe vorhin den Gefrierschrank aufgemacht, habe mir eine Packung Eis rausgeholt und dachte, du snackst jetzt mal ein bisschen Eis und dann stellst du es wieder weg, so wie ich es meistens mache. Ich habe die ganze Eispackung leer gegessen, bis zum Boden. Ich habe das euch vorhin in der Story gezeigt, weil ich selber von mir so geschockt war. Ich habe noch nie eine komplette Eispackung einfach mal so random von Anfang bis Ende komplett leer gegessen. Das war echt gut. Das war richtig gut. Mein Sohn und ich sind richtig, richtig, richtig satisfied. Hoch auf eine gute Spülmaschine. Ich finde, das ist echt Gold wert. Und wenn man einmal eine hatte, will man die echt nicht mehr missen. Ey, stellt euch mal vor, ihr müsstet täglich den ganzen Kram mit der Hand spülen, den ihr da benutzt. Oh mein Gott. So, einige hatten auch gefragt, was ich denn jetzt gegen meinen Eisenmangel mache. Und das ist hier dieses Zeug, das ist Brennnesselsaft. Das habe ich auf Amazon im Dreierpack bestellt. Und das mische ich mir jetzt immer hier mit irgendeinem Saft, der intensiv schmeckt, sei es jetzt Orange oder Kirsche oder so. Und dann nochmal mit Sprudelwasser. Da trinke ich ungefähr 100 Milliliter von am Tag. Ja, und dann bleibt nur noch hoffen, ne? Das Ding ist halt wirklich, dass ganz klar in diesen Voraussetzungen von der Krankenkasse steht, die ich von meiner Hebamme bekommen habe, eine langanhaltende, zu niedrige Anämie, wie zum Beispiel dieser Eisenmangel, den ich habe, kann ein Kriterium sein, um so eine Hausgeburt auszuschließen. Das heißt, ich darf dann keine Hausgeburt haben. Da habe ich schon echt, muss ich wirklich zugeben, richtigen Druck. Wobei mir noch nicht so wirklich klar ist, wie gefährlich da jetzt so ein Eisenmangel sein soll für mich und mein Kind, wenn ich zu Hause entbinde, weil den Eisenmangel habe ich ja auch im Krankenhaus.
Ich habe da irgendwie online auch nichts zu gefunden, aber Fakt ist, das könnte, wie gesagt, meiner Hausgeburt wirklich im Wege stehen. Da habe ich schon ziemlich den Druck, deswegen, ich meine, mehr als dieses Zeug da zu trinken. Kräuterblut wird mir auch noch ganz oft empfohlen. Dann Kürbiskerne essen. Ich glaube, Mandeln nicht. Kürbiskerne sollte ich essen. Ach, ihr habt mir so viele Tipps geschrieben. Danke dafür auf jeden Fall. Aber es müssen halt auch Sachen sein, die halt auch wirklich schnell, sage ich jetzt mal, anschlagen. Und das ist bei vielen Sachen nicht so, ist ja wie bei den Eisenpräparaten. Und einige hatten auch geschrieben, hier Eiseninfusion und so. Hatte ich ja kurz vor der Schwangerschaft. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran. Dann war mein Eisenpegel auch kurze Zeit mal normal. Es wurde aber davon abgeraten, von den Ärzten, von beiden Ärzten, wo ich war, Eiseninfusion in der Schwangerschaft weiter zu bekommen. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber ich dachte mir schon am Anfang, hey, das wäre doch eigentlich super, so deinen Eisenpegel, sage ich jetzt mal, während der Schwangerschaft durchgehend zu halten. Aber da haben wir beide von abgeraten. Warum genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Könnt ihr euch übrigens gerade mal umgucken. Ich habe vorhin so einen ganz kleinen DM-Haul abgedreht, weil ich kaufe ja eigentlich fast nichts mehr bei DM. Also nicht mehr in den Mengen wie früher, sage ich jetzt mal. Dann da ist einmal die Kiste für den Action-Haul und da ist einmal die Kiste von dem IKEA-Haul. Von den Sachen, die ich noch nicht verräumt habe, weil ich noch nicht so viel weitergekommen bin. Genau. Ja, aber ihr seht schon, es wird grüner. Guck mal, wie hell das noch draußen ist. Es ist jetzt 10:30. 10:30, Leute, gebt euch das mal. Ja, ich muss aber sagen, der kommt ja bald weg und bald kriege ich auch meinen Schreibtisch in den nächsten paar Tagen irgendwie. Es gefällt mir hier so von der Blickrichtung, sage ich mal, schon viel, viel besser als vorher. So, Video ist abgedreht, war tatsächlich gar nicht so viel, wie ich dachte, beziehungsweise ich war früher fertig, schneller fertig als gedacht. Hier sehen Sie Babyboy laufen. Guck mal, der kann schon laufen. Krass, ne? Hallo, fokussierst du mal? Hallo. Nein, er will lieber den dreckigen Teppich. Was ich euch aber zeigen wollte. Ich bin seit heute Birkenstock-Trägerin. Weil mir haben die Füße so dermaßen wehgetan. Ich habe schon so oft mit denen geliebäugelt, ne? Aber dachte man mir dann so, boah, 60 Euro für Latschen. Aber mir wurde gesagt, das ist so gesund und so super bequem und überhaupt alles. Ich musste dann aber sagen, dass ich dann beim Anprobieren, also klar, die passen mir, ne? So. War aber ein bisschen überrascht, weil die haben ja ein Fußbett und die sind ja relativ hart. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, ist das erstmal anders. Ich hatte aber irgendwie erwartet, dass das wie bei so, keine Ahnung, wie bei so Air Max oder so, dass die so ein ganz fluffiges Sohlenfußbett haben. Haben die nicht? Gibt's wohl auch, hat die Verkäuferin mir gesagt. Aber ich war erstaunt. Ich dachte, das ist sofort wie so ein Gefühl, wie auf Wolken zu laufen. Sie sagte, nee, das kommt erst, wenn die Fußform sich an den Schuh angepasst hat oder umgekehrt. Ihr wisst schon, was ich meine. Mir taten die Füße einfach so weh, vor allem mit dem ganzen Wasser jetzt in den Füßen bei der Hitze. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher machen sollen, aber obwohl die Hitze ist ja noch gar nicht so lange da, ne? Ihr merkt schon, ich werde gegen Abend immer so dann, also nicht immer, jetzt der Zeit, wo das am Tage so überheiß ist, werde ich am Abend aktiv. Das liegt aber daran, weil es so schön kühl ist und ich Ruhe habe und es ist, ja, Julie schläft. Schläft übrigens, seitdem ich sie hingelegt habe. Und ich werde mich jetzt mal eben hier an ihr Kinderzimmer machen. Denn das sieht gerade so aus. Schön, ne? Obwohl, eigentlich nicht der Rede wert. Das Schlimmste sind die Magneten und der Rest ist eigentlich Pipifax, ne? Ach, hier übrigens muss ich euch mal zeigen. Guckt euch mal bitte die krasse Rutsche an, die mein Kind baut. Ich so, und? Hast du denn Angst, da runter zu rutschen? Sie sagt, nö, den Rest springe ich einfach. Ja, nicht schlecht. Sieht aus wie so ein Tower irgendwie, wie so ein Karussell oder so. Erstmal, wie ist die Frage, wie kommt man da hoch? Auf jeden Fall über die hohe Rutsche. Und dann rutscht man einfach so ins Leere. Ja, nicht schlecht, ne? Kreativ ist sie ja. Hallo zusammen. Ich wollte gerade sagen, guten Morgen. Upsala. Es ist nicht morgen, es ist zwar der nächste Tag, aber es ist Nachmittag. Mal kurz, ich gucke mal gerade auf die Uhr, weil ich kein Zeitgefühl habe. Es ist 4:10. Nagu, ich mache dir jetzt bunte Nudeln, okay?
Soße. Mit Soße, ja. Du kannst so lange, Schatzi, das dauert noch. Schatzi, das dauert noch. Du kannst so lange noch spielen gehen. Ich habe die gerade erst, das Wasser aufgesetzt. Das dauert noch einen Moment. Genau. Ich weiß gar nicht, wann ich gestern, ich habe gestern lange gefilmt, das weiß ich. Ich habe noch bis 2 Uhr habe ich noch Videos geschnitten. Und Julia und ich haben heute beide bis 9:30 geschlafen. Und ja, ich fange jetzt halt erst an zu filmen, weil ich vorher halt irgendwie nicht so wirklich, ja, Lust würde ich nicht sagen. Ich hatte schon Lust, aber ich hatte zwischendurch richtig heftige Kopfschmerzattacken. Ich denke mal, das liegt einfach voll an dem Wetterwechsel. Und ich habe mich heute Nacht, boah, total blöd gedreht und hat es in meinem Nacken knack gemacht. Und jetzt kann ich den Kopf nur zu einer Seite drehen. Ich falle echt auseinander. Ich weiß nicht, was hier los ist, ey. Mein Gott, ich hoffe, das wird dann alles, sobald der Kleine raus ist, so von mir abfallen, dass ich wieder ein gesunder Mensch bin. Mein Gott. Was habe ich denn heute gemacht? Aufgeräumt. Judy wollte keinen Mittagsschlaf machen. Wir waren auch vorhin schon im Park. Wir sind jetzt so vor einer halben Stunde wiedergekommen. Wir sind auf den Spielplatz gegangen und sie hatte ihr Steckeneinhorn mit. Habe ihn eingeschleppt und nach einer halben Stunde war die voll am Heulen. Ich will nach Hause, ich will nicht auf den Spielplatz. Ich so, okay, wir müssen nicht auf den Spielplatz gehen, dann gehen wir halt wieder zurück. Und das merke ich irgendwie, wie anstrengend ich das fand. Ne? Vorhin wollte sie auch keinen Mittag essen, also ich weiß nicht, heute ist sie irgendwie sehr, sehr eigen. Wie gesagt, erst wollte sie Mittagsschlaf machen, dann nach einer Stunde, ich will keinen Mittagsschlaf machen. Na, okay, wenn du nicht müde bist, gehst du hoffentlich früh ins Bett. Jetzt hat sie sich bunte Nudeln gewünscht. Ich hatte auch noch einen Rest. Ihr erinnert euch, die hatte ich, hat der Nikolaus gebracht. Also nicht die, nicht diese Packung hier, aber das waren die gleichen Nudeln. Die hatte ich mal bei TK Maxx gekauft. Und ich fand das so toll, dass ich jetzt zwischendurch so ein paar Paketchen bunte Nudeln immer wieder mal bei TK Maxx kaufe, die da im Angebot sind. Und den Rest habe ich jetzt noch und sie hat sich die jetzt gewünscht, deswegen mache ich ihr die jetzt mit Pesto-Soße. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber ich sagte, haben wir noch bunte Nudeln? Ich sage, gut, dann mache ich dir die jetzt. Und ja, habe zwischendurch immer wieder Kopfschmerzen. Kann aber auch sein, dass die Kopfschmerzen von den Nackenschmerzen kommen. Ich mir da irgendwann eingeklemmt habe, total doof. Genau, die Maus spielt jetzt. Und es ist schwül heute. Also es ist nicht sonnig oder so, aber schwül. Aber es geht. Es geht. Es ist deutlich, deutlich entspannter als die letzten Tage. Ihr wisst ja, im Moment werde ich eher aktiv so abends. Genau, und wie ihr hier seht im Flur, Papier konnte ich leider nicht runterbringen, weil der Container immer noch voll ist. Sollte eigentlich vorgestern schon abgeholt werden, als ob die uns irgendwie vergessen hätten. Dann wollte ich den Flur nachher noch putzen und ein paar Sachen in den Keller bringen, die hier so stehen. Ich habe ein bisschen im Schlafzimmer, die so ein bisschen leer gemacht. Das sind noch Sachen mit Babysachen, die in ein paar Nummern größer sind, weil ich denke mir so, was soll ich das jetzt im Keller lagern? Wer weiß, wie schnell der Kleine wächst. Ich möchte das gerne parat haben. Da genau dasselbe sind auch noch so ein paar Sachen drin, wo ich nicht weiß, wohin damit, die ich aber weiß, dass ich die bald mit einem Baby brauche. Da sind Stoffwindeln drin, die sollen zu meinem Bruder und ich habe hier halt so ein bisschen freigeräumt. Die Lampe, also diese Wolkenlampe, da habe ich aufgehangen. Genau, und hier wollte ich ja sowieso was ändern. Obwohl, Moment, ich muss euch mal eben updaten. Ich wollte hier, hatte ich erst gesagt, wollte ich was ändern, weil ja, die Ecke gefällt mir hier halt überhaupt nicht. Das ist halt nur so einzugsmäßig noch hingestellt, provisorisch, praktisch irgendwas draufgestellt. Ne? Aber ich fange ja gerade an, so überall so ein bisschen schön zu machen. Jetzt bin ich auf einem ganz anderen Trichter. Bin mir aber nicht so sicher, ob ich richtig gemessen habe. Ich denke darüber nach, Kinderzimmer mit dem Schlafzimmer zu tauschen, weil ganz ehrlich, habe ich euch glaube ich auch noch nicht erzählt, ich möchte gerne diesen Schrank loswerden. Weil, also ich liebe den, der ist auch ganz toll und den werde ich auch verkaufen, den werde ich nicht verschenken und der wird auch nicht günstig verkauft. Und jetzt ist mein Akku leer. So, Akku gewechselt. Der würde auch nicht günstig verkauft werden, weil das ist Massivholz selbst gebaut und riesig viel Stauraum und Übergröße und sowas alles. Ich kann euch jetzt hier gerade keine Maße sagen. Das werde ich dann alles machen, wenn ich den wirklich aktiv verkaufe. Dann messe ich alles aus und stelle es auch bei Instagram rein und so, dass ihr dann alle Infos habt, falls ihr da Interesse dran habt. Genau, weil der Grund war ja, als wir hier eingezogen sind,
dass wir das große Zimmer genommen haben, weil wir dachten, okay, mit dem riesen Kleiderschrank, mit dem riesen Familienbett und noch, sag jetzt mal, so eine Art Wickelecke oder später einem kleinen Babybett, werden wir halt das größere Zimmer brauchen. Jetzt so im Nachhinein denke ich, der Schrank, der ist wirklich wahnsinnig toll, der ist aber halt sehr, sehr groß. Und mich stört das immer mehr, dass ich so viele Klamotten habe. Ich habe ja schon ganz viel gespendet und verkauft und aussortiert und weggegeben, aber ich denke immer noch, es ist immer noch echt sau viel. Und irgendwie belastet mich das so ein bisschen, weil ich weiß, da sind so viele tolle Sachen bei, an denen ich sehr, sehr hänge, die ich aber als Mama kaum noch anziehe. So klar, ich meine, da sind, das ist natürlich auch viel, weil es ganz Jahressachen sind. Da sind meine ganzen Sommersachen, meine ganzen Wintersachen, Schwangerschaftssachen, festliche Sachen etc. Das ist alles halt quasi in einem Schrank. Klar, das sieht immer viel aus. Aber weiß auch nicht, ob ich da noch so gut für das offene Konzept zu haben bin. Ich finde es super cool, lange Stangen zu haben, wo man Sachen aufhängen kann. Aber denke halt darüber nach, diesen Schrank abzugeben, dass wir da auch weniger Platz für verbrauchen, für die Klamotten. So, und dann habe ich überlegt, dann haben wir ja ganz schön viel Platz da in dem Zimmer. Dann bin ich hergegangen, wir haben ja ein Familienbett von 2,70 Meter und habe das bei Julie ausgemessen. Laut meiner Messung würde das dahin passen. Muss nur gucken, wie das mit der Schräge ist, mit dieser, ne, mit dem Ding. Auf jeden Fall habe ich überlegt, die beiden Zimmer zu tauschen. Ich finde nicht, dass Julies Zimmer zu klein ist, absolut nicht. Aber ich hatte halt mit dem Schönmachen von Julies Kinderzimmer gewartet. Ich hatte es schon mal angerissen, weil sie sollte eigentlich, da sollte eigentlich ein Etagenbett rein, sprich so ein Doppelbett für zwei Kinder, so ein Hochbett. Das hat sich dann leider erstmal zerschlagen und dann hing ich da erstmal. Deswegen ist da auch nicht groß was gemacht. Aber ich finde, dass das Zimmer trotzdem kinderfreundlich ist und groß genug ist und sowas alles. Und denkt dann so, ja, dann hast du später zwei Kinder. Die dürfen gerne auch ein größeres Kinderzimmer haben. Gar kein Problem. Wobei ich wirklich der Meinung bin, das reicht auch für zwei Kinder. Das ist meine Meinung, ne? Aber ich bin halt gerade hier so in der Umstrukturierungsphase. Nestbau! Ich würde am liebsten hier alles verändern irgendwie. Und ich habe da wahnsinnig Spaß dran. Und versuche es pragmatisch natürlich noch den Feinschliff irgendwie zu machen. Und wollte ich das mal eben mitteilen, dass das auch in meinem Kopf rumschwirrt. Das wird wahrscheinlich gar nichts mehr vor der Entbindung. Vielleicht doch. Vielleicht nein, man weiß es nicht. Vielleicht kriege ich es den einen Tag im Cup und sage dann, so komm, wir müssen das jetzt machen, wir müssen jetzt die beiden Zimmer tauschen. Aber erstmal muss der Schrank halt dafür weg sein. Ja. Genau, ganz viel Umänderungen in meinem Kopf bezüglich der Wohnung. Aber da habe ich gerade richtig Bock drauf, weil IKEA-Fans finden es halt einfach geil, umzustrukturieren, umzuräumen, umzugestalten. Ich finde es halt mega cool, mega geil. Aber so viel dazu. Ich muss jetzt mal eben hier Essen machen. Ich glaube, ich melde mich gleich wieder. Ich habe schon wieder viel zu viel gequakt, ey. Hallo, es ist 10 nach 11 abends. Ich sehe wieder gut aus, ne? Warum habe ich Augenringe? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe. Keine Ahnung. Jedenfalls ist Julie um 8 ins Bett. Die hat heute nicht so einen guten Tag. Ich auch nicht, aber ihre war schlimmer. Was habe ich denn gemacht? Ich habe die Küche gemacht, ich habe hier aufgeräumt, ich habe ganz viel in den Keller gebracht. Ich habe jetzt gerade die Küche gewischt und ich hatte vorhin auch den Hausflur, also den Hausflur vom Haushalt gesaugt, damit ich den heute Nacht, also jetzt quasi wischen kann. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja meinen Elektrowischer und ich habe ja da gar keinen Strom. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich so einen normalen Wischer noch habe oder ob ich den weggeschmissen habe, weil ich dachte, brauchst du nicht mehr. Der hatte sonst immer so einen Wischmopp benutzt und ich finde die so ekelhaft, den durfte der mitnehmen, weil die kann man nicht waschen, die Teile. Bah, eklig, ne? Nee, das wollte ich nicht. Ich so, ja, ich habe ja meinen elektrischen, Kacke, jetzt muss ich den Flur putzen und hab dann so einen elektrischen, kann ja auch nicht die Tür wirklich auflöschen wegen den Katzen jetzt gerade. Obwohl, die könnte ich auch ins Kinderzimmer so lange setzen. Egal. Ich bin jetzt gerade, genau, es ist 10 nach 11. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich den Kratzbaum schon mal abbaue, weil ich denke mal morgen oder übermorgen wird mein neuer Schreibtisch ankommen, hoffentlich. Und dann kann ich das schon mal in eine Kiste packen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich. Dann muss ich noch den Action Hall
von gestern fertig schneiden. Ich bin nicht fertig geworden, ich war zu müde. Und habe ich euch vorhin erzählt, dass ich mir den Nacken verdreht habe oder irgendwas. Das tut so weh, das nervt so. Und das Video schneide ich hier dann auch noch weiter. Eventuell geht das morgen, also Freitag, auch schon online. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Morgen ist jedenfalls der Plan, fahre ich nach Hatting. Weil da kriege ich von meiner Freundin Rauna die Wimpern gemacht. Die hat nämlich so ein Wimpernstudio aufgemacht. Bin schon ganz lange mit sowas geliebäugelt. Wortspiel. Und die macht mir die Wimpern. So kurz vor der Geburt mal. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und jetzt mache ich es morgen. Und eigentlich wollte ich morgen Mittag noch zu Ricarda, weil ich dann schon mal in Hattingen bin. Wenn ich schon mal diese Reise mache mit Julie. Aber ihre Mama hat Geburtstag. Das heißt, ich muss dann wieder zurück. Ist ja kein Problem. Aber genau, ich glaube, ich werde jetzt mal eben hier den Kratzbaum abbauen. Die Katzen werden sich wahrscheinlich beschweren. Aber was muss, das muss, ne? Und dann gleich noch Video schneiden. Und duschen wollte ich auch noch. So, wie ihr seht, oder halt auch nicht seht, die Katzen sind so semi-begeistert, natürlich. Alles weggepackt und das Häuschen darf noch so lange da stehen bleiben, bis der Kratzbaum halt wirklich endgültig zu Dale kommt. Ja, saugen muss ich hier morgen noch. Mein Gott, was hier an so einem Kratzbaum alles ansammelt, ey. Uah. Übrigens, ich habe auch Pläne für die Küche. Und zwar, das Regal soll weg. Hier soll deutlich leerer werden. Hier soll aussortiert werden, schöne Körbe rein. Und ich bin am Überlegen, ob das da an die Wand kommt. Wenn das mit der Spülmaschine passt, muss ich gleich mal ausmessen. Und der Tisch hierhin. Hatten wir anfangs mal so, haben es dann aber wieder umgestellt. Weil, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Dale hatte das nicht gefallen oder so. Ich weiß es nicht. Ich messe das, glaube ich, mal kurz aus. Weil wenn die Spülmaschine dann nicht mehr aufgeht, hat sich das sowieso erledigt. Wird unter der Nische nicht passen, dann wird die Spülmaschine nicht komplett aufgehen. Neben der Nische schon, da muss ich aber gucken, wie viel Platz ich dann hier für den Tisch habe. Mau! Aber erstmal muss sowieso alles aussortiert werden. Vielleicht mache ich das am Samstag? Samstag, ja. Vielleicht mache ich das am Samstag. Was mache ich denn jetzt? Was wollte ich denn noch machen? Habe ich gewischt. Was wollte ich denn noch machen, außer duschen? In den Keller gehe ich jetzt aber nicht mehr, ey. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Was gibt's denn hier noch? Können wir ein paar Bilder aufhängen hier, ein bisschen nageln um Mitternacht. Nicht? Nein? Nein. Ja. Ich glaube, das war's. Was mache ich denn? Ach, Video schneiden. Ich dachte gerade, ich mache Feierabend. Nö, Video schneiden. Haha. Erstmal eine ganz große Schale Joghurt mit Müsli gemacht. Ich schneide jetzt, mache dann noch E-Mails. Das habe ich nämlich gestern auch nicht mehr geschafft, weil ich nämlich beim Schneiden eingepennt bin. Mal gucken, wie spät es heute wird. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der Kleine macht jetzt zwischenzeitlich solche krassen Yoga-Übungen. Das ist echt übel, mein ganzer Bauch ist sich am Bewegen und ich kriege das echt selten aufgenommen. Aber das ist gerade echt krass. Ja, das ist ein Fuß oder ein Knie oder ein Ellenbogen, ich bin mir nicht sicher. Boah, seht ihr das? Ich glaube, ihr seht das anhand der Schatten hier so. Was machst du da? Bist du am Umräumen oder was? Seht ihr die fette Beute, die hier so rauskommt? Ihr Lieben, es ist jetzt 1 Uhr. Das Video ist soweit im groben Schnitt fertig. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten machen und so das Thumbnail und so. Aber das hängt sowieso davon ab, wann das online geht, wann das abgenommen wird. Von daher weiß ich gar nicht, ob es morgen soweit ist und ob ich das dann morgen alles schaffe, weil ich ja morgen in Hattingen bin. Und von da aus kann ich ja dann nicht großartig bearbeiten oder so. Deswegen eventuell Samstag, sonst kommt morgen ein anderes Video online. Ansonsten Montag. Ich
Ich bin jetzt auch gerade zu müde und zu unkonzentriert, um da noch einiges zu machen. Ach, das mache ich dann später. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Duschen gehe ich noch vorher. Und gehe dann ins Bett und hoffe, dass mein Nacken morgen besser ist. Das ist so nervig. Jedes Mal, wenn ich irgendwie aufstehe oder so und meine Nackenmuskulatur irgendwie benutze, das ist so eklig. So richtig so ein Nerv eingeklemmt. Aber ich habe auch schon so Übungen gemacht und sowas alles. Es geht nicht weg. Ich vermute aber auch mal, dass ich vielleicht Zug gekriegt habe, weil ich wieder die ganze Nacht den Ventilator auf meinen Rücken hatte. Auf meinem Rücken gerichtet habe, hatte. Wie auch immer. 1:01 Uhr. Ich werde jetzt ins Bett hüpfen. Ich muss gleich mal gucken. Morgen um 10 Uhr. Irgendwann müssen wir schon losfahren. Das heißt, wir müssen spätestens um 8:30 Uhr aufstehen, um alles ganz entspannt zu machen. Genau. Ich würde mich jetzt hier von dem Vlog verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, wann immer ihr das Video guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!